Salzburg After Hour, der Podcast. Heute im Studio Tanja Kreidenhuber und Norbert Pani. Es wird mal wieder Zeit für Salzburg After Hour. Ein bisschen Satire und Unterhaltung natürlich auf der Radiofabrik. Und Tanja Kreidenhuber sitzt neben mir oder vor mir. Gegenüber von dir. Gegenüber. Freut mich. Mir. Heute, man kann sagen, es geht bei uns heute dann um Gürtel, um Lampen, um ein Gerichtsurteil und um die Wortwahl in der Musik. Mhm. Finde ich schon mal faszinierend. Sehr gute Themenauswahl, ja. Sehr gute Themenauswahl. Man muss auch ehrlich sagen, es ist eigentlich auch nicht mehr drin. Frage gleich vorab, wie schaut es denn bei dir aus? Sommerfeeling, solange wir noch haben. Sommerfeeling, ist da was da? Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, zurzeit nicht so. Nicht so? Na? Schade. Bei dir? Bei mir eigentlich doch, ja. Also wenn ich Zeit habe, mich darauf einzustellen, dass eigentlich Sommer ist, dann... Also gut baden, im See, mit die Fische... Mit den, wir haben es heute, wir haben schon im Vorfeld haben wir es gehabt mit den Fischen. Du bist heute sehr, also ja, es ist jetzt schwierig. Also wer es nur hört, es ist ein lachsfarbenes Hemd, das ich gerade in diesem Moment. Sehr stylisch. Es ist, oh, wenigstens sagst du es. Aber es ist, also ich laufe jetzt wohl unter Fisch. Mhm, es ist einfach neuer Spitzname. Fisch. Wir können es auch heute die ganze Sendung, wir können es durchziehen. Also immer wenn du irgendwas hast, dann sag einfach Fisch. Okay, passt. Und nimm mal Norbert Fisch. Mhm. Genau. Neugeboren, passt. Mhm. Ja, Herbst, aber kommt auch bald wieder, steht vor der Tür. Für alle, die es nicht hören wollen, ich habe es jetzt trotzdem gesagt, Herbst kommt, ich bin frech, ich weiß. Aber auf jeden Fall das Sommerloch. Ich habe schon gesagt, bei den Themen, also das Sommerloch merkt man auf jeden Fall, es passiert so gut wie nichts. Es ist wirklich nichts los. Ich weiß keine Ahnung, wo die sind. Vielleicht sind die da in den Ferien. Ich habe keine Ahnung. Ich meine, vielleicht hängen da alle bei die Festspiele herum. Könnte sein. Ja, könnte sein. Festspiele gerade. Ja, ich war auch gestern in Salzburg, Altstadt. Wenn da Pause ist, du kommst da nicht mehr durch als Normalsterblicher. Getreidegasse. Getreidegasse vorm Festspielhaus. Es ist, Mehr Verkehr als auf der Straße auf jeden Fall, ja. Ja, aber es ist immer dann so, diese oberen 10.000, ich finde das immer so geil, wenn die sich einfach nur so geil fühlen, dass sie jetzt einmal bei einem Festspielen waren und dann gehen sie raus, stolzieren, haben ein Parfum oben, dass du keine Luft mehr kriegst, aber du merkst einfach, boah. Du sitzt dann so im Gebüsch und tust das alle beobachten, oder? Und richtig ausrichten. Nein, ich würde einfach nur gerne durch. Ich würde einfach nur gerne durch die Menge durch. Ich bin dann froh, wenn vor mir ein paar Polizisten gehen, weil dann kann man sich denen anschließen. Ah ja, viel Spaß bei der Polizeibrigade, okay. Ja, weil du merkst halt einfach bei den oberen, also bei denen, die da im Festspielhaus sind, da denen ist halt auch die Polizei wurscht. Also die haben da null Respekt. Übrigens aber rumhängen tatsächlich. Es wissen die wenigsten, wir hauen heute nur Insider raus. Wir zwei waren schon mal shoppen. Ja, das war ganz gut. Leider ist dabei nicht dieses lachsfarbene Hemd herausgekommen nach diesem Shoppingtag. Also, bei dir auch nicht? Na? Ich hätte Schuhe probiert, aber ich war nicht so begeistert. Nee, na? Du warst auch nicht so richtig. Nein, ich war da nicht so richtig im Shopping-Feeling. Hm. Aber es war ein netter Nachmittag. Jo, ja, das glaube ich, darunter kann man es verorten. Weshalb komme ich da eigentlich drauf? Es ist schon ein bisschen leer, aber es gibt ein neues Gate sozusagen. Mhm. Und da bewegen wir uns zwischen Gucci, das passt auch zum Vorgespräch. Nur Insider. Also wir bewegen uns zwischen Gucci und Ansichten tatsächlich aus der Steinzeit. Aber wenn wir von vorn anfangen, also die ÖVP-Abgeordnete Tanja Graf, schon wieder eine Tanja. Ja. Tanja Graf hat es tatsächlich gewagt, einen Gürtel zu tragen. Ja, also gut, wir sollten generell froh sein, dass alle Politikerinnen und Politiker überhaupt was anhaben. Fangen wir mal damit an. Und man stelle sich aber mal Kali oder Randy Wagner oder Van der Bellen oder auf das gehe ich gar nicht weiter ein. Also jedenfalls hat die Gräfin, die Tanja Graf, jetzt mal wieder einfach einen Gürtel angehabt und es war eben ein Gucci-Gürtel und das sorgte für viele Furore, weil da haben sie sich in die Medien gedacht, sowas, also was Desi wirklich traut, diese Gräfin. Und wie wunderbar, es ist 2022 und wir reden noch immer über die Kleidung einer Politikerin. Also ich finde es immer wieder gut zu lesen, zu hören, zu sehen. Mhm.
Ja gut, ich meine, man muss jetzt ehrlich sagen, sie kommt von der ÖVP, deswegen natürlich, man darf fragen, woher sie das Geld hat. Das ist eine berechtigte Frage bei dieser Partei. Aber man soll halt auch, oder man sollte eben auch sagen, man spricht in dem Moment von einer Person, die einen fixen Job hat. Und ich glaube, jeder kauft sich halt auch einfach mal was. Ja, gönn sie halt einfach einmal was. Genau. Und große Überraschung, auch Frauen machen ihre Ausbildung, arbeiten, sparen und können sich dann eben etwas gönnen. Und na, stattdessen redet man einfach nur immer drüber, was sie anhatte, wie sie nach außen wirkt, wie sie auftritt. Und ja, richtig gut wäre es ja, wenn man mal über Inhalte reden würde. Und da fällt mir eigentlich einen Moment, weißt du ja nicht, was die Graf da gesagt hat? Nein. Also, ich kann mich nicht erinnern, dass da irgendeine Berichterstattung dazu gegeben hat, oder? Nee. Oder weißt du das? Nee, wir wissen wenigstens, welchen Gürtel. Ja, ja. Andere Frage. Lieber Licht an oder Licht aus? Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich arbeite, wenn ich zeichne, wenn ich sonst was tue, also man braucht Licht auf jeden Fall. Hin und wieder braucht man's? Ja, man braucht's, ja. Manche sagen aber auch gerade, oder einige bei den Strompreisen überall, man könnte es auch ausschalten tatsächlich. Es ist auch eine gängige Strategie. Wie gesagt, es wäre ja auch gerade eben bei den Strompreisen aktuell, die gehen durch die Decke. Gut, ich meine, es wäre nicht so, dass die vorher auch schon erschwinglich waren, aber auf jeden Fall, sie sind noch teurer, als sie eben vorne waren. Und deswegen, man hat gerade, es kommt einem so vor, man hat was ganz Neues entdeckt. So wie das Ei des Kolumbus oder wie die Ruinen von Pompeji, dass es da was anderes gibt. Sparen. Es ist so, wow, man kann Strom sparen. Es ist faszinierend, was da nicht alles möglich ist. Und Städte haben das jetzt auch für sich entdeckt tatsächlich. Nämlich zum Beispiel Linz. Linz, die dreht jetzt da bei einigen Gebäuden schon mal die Beleuchtung ab. Gut, ich meine, wer will Linz auch sehen? Das fragen wir uns schon länger. Aber in Salzburg ist das jetzt auch so. Also Salzburg zieht da jetzt auch irgendwie mit. Ja, und das sind nicht an die 50 Gebäude, na, also nicht 80 und auch nicht 100 und auch nicht 200, also wer glaubt, dass da jetzt nach oben geht. Na, es geht eben um 32 Gebäude und bis zum Jahresende wird dadurch ein Betrag eingespart von sage und schreibe 1.000 Euro. Norbert, 1.000 Euro. 1.000 Euro werden da eingespart. Sprachlos. Also wir sind wirklich sprachlos. Wir waren in der Redaktion sprachlos, wir sind jetzt sprachlos. Man hört es uns an. Anderer Vorschlag von uns, es gibt noch das Thema Lichtverschmutzung. Gut, das ist natürlich nicht aktuell und schon länger bekannt. Und da wurde, wie das aufkam, eigentlich genau gar nichts unternommen. Nee, also null. Nichts unternommen. Aber es wäre gut, wenn man das auch mal angehen würde. Also anstatt jetzt den großen Vorreiter beim Energiesparen zu spielen, wo man genau 1.000 Euro einspart für Städte wie Salzburg, die sonst nur in Millionen denken, ist es natürlich genau nichts. Ja. Sie sind, glaube ich, noch immer sprachlos. Aber man könnte eben auch sagen, Salzburg denkt an den Lichtsmog. Ja, ich glaube, das wäre sogar die bessere Strategie, wenn das Salzburg verkaufen würde, weil tatsächlich sehen wir, also wenn es dunkel ist oder wenn es irgendwann mal dunkel wäre, wirklich, oder wenn es jetzt Nacht ist eben aktuell, und wir die Sterne sehen könnten, sehen wir davon nämlich genau nur 10%. Ja, das muss man sich mal vorstellen. Was eigentlich möglich wäre. Mhm. Und bevor da jetzt jemand fragt, also 10% sind nicht viel. Da wäre noch Luft nach oben. Aber es scheint eben mittlerweile wirklich mehr glücklich zu sein, eben wenn es sozusagen nicht dunkel ist und wenn alles beleuchtet wird. Ja, da freut sich irgendwie aktuell jeder und am besten alles anstellen, was geht und das am besten noch irgendwie als Kunst verkaufen. Das ist dann noch der Idealfall. Ja, ich meine, es ist ja wirklich extrem fies von der Natur, dass auf Nacht finster wird. Also, ich meine, was erlaubt es ihr eigentlich? Man sollte einfach mal öfter fragen, will ich das wirklich sehen? Also, weil du ja gerade davon gesprochen hast, alles wird angestrahlt, alles dann als Kunst verkauft. Also, man sollte sich da wirklich öfter fragen, will ich das dann überhaupt sehen? Und ganz ehrlich, an so manchen Ecken in Salzburg würde Dunkelheit eigentlich wirklich nicht schaden. Und in langen Ehen bleibt dann irgendwann ja auch mal das Licht aus. Und kleine Anmerkung von mir, das habe nicht ich so hingeschrieben.
Aber natürlich, wenn man das logisch betrachtet, es bleibt dann irgendwann das Licht aus und so manche Städte brauchen dann halt auch gar kein Licht, weil da gibt es dann auch Ecken, die will man einfach nicht mehr sehen. Und St. Pölten oder Linz oder Salzburg, irgendwann ist es dann auch wurscht. Wo es einen Arzt, eine neue Handtasche, eine neue Kanzlei oder einen Kirchturm gibt, ja, alles wird bestrahlt und Lichter an Hauptverkehrsrouten, ansonsten Lampen, die angehen, wenn man vorbeigeht und ja, fertig aus. Eigentlich wird es so richtig gut gehen, würde ich sagen. Also gegen 1.000 Euro verkaufen wir diese Idee nun gerne weiter. Ja, ansonsten Extrembeispiel aktuell ist gerade auch Spanien zum Beispiel, weil Spanien dreht ab 22 Uhr konsequent das Licht ab. Generell alles? Generell alles, okay. Da ist dunkel. Gerade auch bei den, also gerade auch bei den Geschäften vor allem. Also da wird nichts beleuchtet. Mhm. Die Schaufenster sind dunkel. Da weiß man jetzt aber in Salzburg, die Geschäfte, die ziehen da auf gar keinen Fall mit. Also in der Getreidegasse wird es das nicht geben. Da muss das Licht an sein, weil ja, die meiste, wobei man sich, man muss ehrlich sagen, also sie sind kompromissbereit bei einem Punkt, bei der Weihnachtsbeleuchtung. Hm. Das hat man mittlerweile festgelegt mit einer Zeitschaltuhr. Also wahrscheinlich wird man dann irgendwann jetzt dieses Jahr im Weihnachten, die Weihnachtsbeleuchtung ist aus und die Geschäfte in den Schaufenstern aber sind weiterhin an. Ja, was denn, man muss an die Unfallgefahr denken. Was denn, wenn es auf einmal so finster ist in der Nacht, oh ja, und die Leute, also auf einmal werden die Krankenhäuser überfüllt sein, weil oh, ja, permanent kommt dann wieder einer, der auf dem Gehsteig gestolpert ist, weil einfach die Ladenlichter nicht mehr an sind. Also das müssen wir eben auch im Hinterkopf behalten. Gesundheit der Menschen, auch ein wichtiges Thema. Jetzt wissen wir es einfach. Salzburg, die Stadtpolitik Salzburg, denkt einfach zu sehr an uns. Genau. Die hat einfach, so müssen wir es, glaube ich, sehen. Ja, so genau. Sehen wir es. Ja. Bleiben wir dabei. Mhm. Es scheinen aber doch eben nicht alle im Sommer zu sein und die Füße hochzulegen. Mittlerweile, wir haben ja vorher davon gesprochen. Also zumindest die Gerichte, die sind noch aktiv, über die können wir ein bisschen sprechen. Und da gab es eben jetzt auch ein recht spannendes Urteil sogar, nämlich zur GIS. Für alle, denen das nicht sagt, man kann auch Rundfunkgebühren sagen. Naja, Gebühren, beliebtes Wort, eigentlich sogar Schimpfwort, denn im Grunde betrifft unabhängige Berichterstattung und Medienlandschaft eigentlich jeden. Man könnte deshalb auch Beitrag sagen. Ein Beitrag, der von allen zu leisten ist, da aber bisher nichts Gescheites dabei rauskommt, ja, bleiben wir eben bei Gebühren. Das ist wirklich besser so. Und ja, jedenfalls gab es jetzt da ein neues Urteil. Mhm. Nämlich bisher war das so, also wer den ORF hier in Österreich eben empfangen wollte, ganz, ganz oldschool eben über Kabel oder Satellit oder einfach nur Radio gehört hat, der muss eben zahlen. Aber wer dann streamt, also das Ganze digital verfolgt hat, der musste nichts zahlen. Und das Urteil sagt nun, so geht's nicht. Auch die Streamer sollten gefälligst zahlen und dazu braucht es jetzt eben bis Ende 2023, also Ende nächsten Jahres, ein neues Gesetz. Heißt nun also eigentlich alle sollten zahlen. Tja, das hat jetzt einfach mal gesessen. Ja, und long story short, mit den GIS zahlt man eigentlich dafür, dass eine unabhängige Berichterstattung, also dass es eine unabhängige Berichterstattung und Medienlandschaft gibt und eben auch, dass der ORF zum Beispiel auch im hintersten Land der Welt Leute vor Ort sitzen hat. Also diese Idee ist löblich, die Umsetzung könnte aber besser sein und wird auch eigentlich sinnlos, wenn im Stiftungsrat vom ORF doch mehr Politprominenz sitzt und das Programm voll mit Wiederholungen, Tatort und schlechten Schlagershows und Gesangshows ist. Also auf jeden Fall drehen jetzt alle durch bei diesem Urteil. Ja, die Ängste, die sind groß. Schließlich darf man jetzt auch nicht mehr die Haushalte einfach kontrollieren. Das ist die größte Sorge. Das ist einfach mal, weil früher die ganzen Mitarbeiter von der GIS, die durften einfach ja mal rein in die Haushalte und einfach mal schauen, was ist da so los. Die Kontrollen fallen dann natürlich weg, wenn jeder zahlt. Und das ist jetzt einfach gerade, wer geht nicht gerne in fremde Haushalte rein? Das hat schon Wert. Natürlich, aber man fürchtet den Wegfall von Arbeitsplätzen. Also bevor uns jetzt hier jemand was unterstellt, es geht hierbei um die Arbeitsplätze, die man fürchtet und man kann die ja auch nicht umwandeln in neue Arbeitsplätze. Ja. Das geht auch nicht. Auf jeden Fall, die Politik ist jetzt fast ratlos. Was macht man da jetzt? Alle Haushalte zahlen lassen? Das geht doch nicht. Das ist doch unfair. Wenn man in die anderen Länder drumherum schaut, könnte man sagen, doch,
Also es funktioniert und es ist auch fair. Da gibt es auch Urteile dafür, die eigentlich bekräftigen, dass es fair ist und dass es so geht. Und es wäre halt eben nur fair, weil wenn wir jetzt alle mitsprechen, gesamt eine freie Medienlandschaft geht eben auch alle an. Und auch wenn Österreich bei der Pressefreiheit abgestürzt ist, wir hatten es selber mal gesagt, in einem System, wo es eben nur Staatsfunk gibt, da leben wir noch lange nicht und da möchte eigentlich, glaube ich, auch niemand ehrlich gesagt leben. Ja, und es wäre jetzt eben die Möglichkeit da, tatsächlich auch die Medienlandschaft in Österreich zu modernisieren und bessere Bedingungen im Endeffekt zu schaffen. Und ganz ehrlich, da muss noch einiges geschehen in Österreich. Es wäre jetzt nur eben auch wichtig, dass auch der ORF zeigt, wieso es die Abgaben überhaupt braucht und vielleicht auch mal beweist, dass es das wert ist, dafür zu zahlen. Wieso es diese Abgaben eben dann dahingehend braucht und ja, Stichwort Unabhängigkeit. Und generell ist auch noch viel Arbeit in der Bevölkerung nötig, wie eine Medienlandschaft funktioniert und was da überhaupt alles dranhängt. Vorschläge, die wieder exklusiv werden, Abo-Pläne und einfach nur Vorschläge, um die Hauskontrollen weiterzuhaben, wie wir vorher gehört haben, sind da von allen ja eigentlich die falschen Wege und sozusagen eigentlich dann die dümmsten Wege. Überhaupt der dümmste Weg, den man wählen kann. Also sagen wir mal so, wenn nur ein bisschen Restintelligenz vorhanden ist, dann werden wir in 2024 alle Haushalte einen Beitrag für den Rundfunk leisten. Und ja, wir bleiben dabei auf jeden Fall gespannt. Ja, schauen wir mal, ob diese Restintelligenz tatsächlich vorhanden ist. Ansonsten, bevor wir nun also auf die Musik schauen, wir gehen nochmal in die Welt und schauen, was ansonsten noch so passiert ist. Wir schalten wieder in unseren Newsroom. Das Salzburg After Hour Update. Tja, so ein Mist. Die bayerische Ortschaft Pehl zählt mit ihren 2400 Einwohnern gemeinhin ja, als Kuhdorf. Und dort gibt es tatsächlich auch einige Kühe auf den Feldern. Doch das führte vor kurzem zu Konflikten. Ein dort ansässiger Landwirt musste nämlich ein Bußgeld von 128,50 € bezahlen, weil, jetzt kommt's, seine Kühe eine Straße wortwörtlich ja, zugeschissen haben. Ein Anwohner hatte sich über die zu große Zahl an Kuhfladen beschwert. Doch Glück im Unglück, Bayerns Wirtschaftsminister und stellvertretender Ministerpräsident Hubert Aweigner erklärte sich bereit, den offenen Betrag persönlich zu begleichen. Die Geldübergabe an den Landwirt erfolgte dann im Rahmen eines Pressetermins. Wahlkampf, Selbstinszenierung stinkt. Er heißt Aiwanger. Hubert Aiwanger heißt er. Oh, Entschuldigung. Nacktes Entsetzen. Auf der Insel Hiddensee in der Ostsee ging es heiß her. Hacker haben dort nämlich die digitale Infotafel umprogrammiert. Statt der üblichen Veranstaltungstipps wurden stundenlang Pornofilme gezeigt. Die Polizei geht sogar von einem Insider aus, der dafür verantwortlich gewesen sein soll. So manche Bewohner waren aber wohl sichtlich verstört. Aus dem eigenen Schlafzimmer kannten sie diese Szenarien nämlich nicht. Politisches Lebenselixier. Eine neue Studie hat gezeigt, dass Österreichs Politikerinnen und Politiker rund 4 Jahre länger leben als der restliche Teil der Bevölkerung. Die Forschung meinte sinngemäß, dass vor allem das hohe Gehalt für die verlängerte Überlebenschance verantwortlich sei. Wir sehen das, ja, etwas anders. Wer nicht arbeitet, kann sich auch nicht zu Tode arbeiten. An alle Beamten, die gerade zuhören, ihr wisst, wovon wir sprechen. Rettende Labertasche. In Werne im Münsterland ist ein Papagei zum Lebensretter geworden. Als Einbrecher in der Nacht versuchten, in das Haus einzudringen, wurden sie vom Vogel mit Hallo und Na du begrüßt. Verstört ergriffen die Täter daraufhin die Flucht. Die Polizeibeamten wurden am nächsten Tag auf dieselbe Weise empfangen. Sie bewiesen aber mehr Mut und blieben im Haus. Apropos Einbrecher, hungrige Einbrecher haben wir hier jetzt. Im deutschen Aalen verschaffte sich ein Mann nicht nur Zutritt in ein fremdes Haus, sondern nahm gleich noch eine Dusche, richtete sich einen Schlafplatz ein und bereitete sich eine Scheibe Leberkäse zu. Das schmeckt. Als die schlafenden Hausbewohner von den Geräuschen geweckt wurden, ergriff der Einbrecher kurzerhand die Flucht. Doch damit nicht genug. Am nächsten Tag kehrte unser Mr. Panzerknacker noch einmal zurück, um, jetzt kommt's, Himbeeren aus dem Garten zu stehlen. Keine gute Idee, denn prompt wurde er von der Polizei festgenommen. Und nicht mal die Himbeeren durfte er behalten. Hungrig und verhaftet, das ist doppelt hart. Das große Krabbeln im schwäbischen Neu-Ulm wurde die Polizei zu einem äußerst schweren Fall gerufen. Eine 21-Jährige meldete über den Notruf der Polizei eine faustgroße Spinne. Noch vor Ankunft
Ankunft der Beamten schloss sie sich in einen sicheren Raum in ihrer Wohnung ein. Die Polizei brachte die Frau in Sicherheit, konnte aber kein Tier finden. In die Höhle der Spinne begab sich dann ein Freund der Frau. Ob es der Mann überlebt hat, ist nicht bestätigt. Allerdings hören wir nun von einem Spinnenmann, der in Ulm sein Unwesen treibt. Spannend. Richtig spannend. Das mit dem Spinnenmann ist... Ja, das hat mich schon gepackt. Gell, das hat dich gepackt. Muss ich schon sagen, ja. Jetzt habe ich einen Gust auf Himbeeren. Ja, wir haben noch ein bisschen was haben wir noch vor uns, weil wir schauen auf die Musik. Frage gleich vorweg, was für Musik hörst du eigentlich so? Boah, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich liebe Schlager. Nein, war nur ein Spaß. Also ich bin leider, naja, vielleicht leider, ja oder nein, kein Schlager-Fan. Überhaupt nicht? Nein, ehrlich gesagt, überhaupt nicht. Keine Ahnung. Bin da nicht so dabei irgendwie. Ja, auf jeden Fall. Es gibt tatsächlich noch immer ein Lied, das ist schon fast eine Kategorie für sich geworden. Und alle werden wohl schon erahnen können, gerade Schlagerlied aktuell, um was es geht. Nämlich um Laila. Warte mal, nicht um Olivia? Nein, Laila. Ah, okay. Eben doch, wir reden jetzt von dieser, wie heißt das, Zipfelbuben oder so. Möchte ich nicht gar nicht sorgen. Wolltest du? Nein, passt schon. Wir können gerne später noch über die Zipfelbuben reden. Na. Doch, machen wir jetzt. Machen wir auf jeden Fall. Die kommen später, aber jetzt erst einmal Laila. Also bevor sich wer fragt, also das ist jetzt kein neues Kind von unseren Wollnies. Nein, es ist dagegen der Mega-Erfolg. Mega-Erfolg von DJ Robin und Schürze. Tja, und doch wird es, ja, nirgendwo gespielt oder es sollte eigentlich nirgendwo gespielt werden, denn Erfolg der ganzen Verbote und Diskussionen, es hatte nämlich ein Verbot gegeben, jeder spielt es jetzt erst recht und hört es sich jetzt erst recht an und redet natürlich erst recht darüber, machen wir eben auch gerade. Ja, Norbert, das haben wir uns gut eingebrockt, jetzt reden wir auch drüber. Mhm. Gerade aus Deutschland kommen da nämlich regelrechte Spielverbote. Bei den noch so kleinsten Festeln und eben sogar auf der Wiesn soll es zu keiner Zeit in keinem Zelt überhaupt gespielt werden. Mhm. Und das ist eigentlich wirklich hart. Also da macht man schon ein Lied und das kann man eigentlich nur im Suff ertragen. Und dann soll es eben eigentlich nicht bei diesem Sauffest schlechthin gespielt werden. Das trifft wirklich hart ins Herz eigentlich. Ja, aber ich würde einfach mal sagen, wir nutzen das jetzt heute das erste Mal auch, dass wir tatsächlich im Radio sind und spielen das Lied einfach mal an. Wo ist und unser auch Bier? Wir haben es leider nicht da. Ah. Wir müssen es so ertragen. Okay. Und spielen es einfach mal an, um welche Textstelle es hier eigentlich geht. Was ich dir sage, glaubst du mir nicht? Ich hab einen Beruf und meine Beruf. Ja. Ja, jetzt bin ich wirklich sprachlos. Mhm. Nein, aber das ist also die Stelle, weswegen alle durchdrehen gerade. Schon klar. Ich meine, in der Playlist darf dann auch weiter Raff Camora, Rammstein, Kiez oder Andreas Gabalier sein, aber das no way, also absolut nicht. Das ist alles frauenfeindlich und sexistisch und einfach nur bäh. Mhm. Ich glaube, so kann man es gut ausdrücken. Aber einigen wir uns mal darauf, das ganze Lied ist jetzt nicht der Zenit lyrischer und musikalischer Kunst auf jeden Fall. Ja. Und mitunter ist es auf jeden Fall auch sexistisch. Aber braucht es jetzt wirklich die große Moralpolizei, die jetzt sagt, spielt das ja nicht, das ist Teufelszeug. Und dann kommt wahrscheinlich noch jemand mit dem Weihwasser daher. Kann man machen. Aber schauen wir eigentlich mal auf die Meilensteine, die Evergreens, die ohne Problem gespielt werden dürfen. Mhm. Grandmaster auf Ballermann sozusagen. Icke Hüftgold zum Beispiel. Ja. Ja. Dicke Titten, Kartoffelsalat. Ole, ole, ole. Dicke Titten, Kartoffelsalat. Ole, ole, ole. Dicke Titten, Kartoffelsalat. Dicke Titten, ole. So, falls, also mehr ist bei diesem Lied tatsächlich nicht drin, es, da kommt nicht mehr tatsächlich, aber wahrscheinlich, ja, es geht wahrscheinlich darin einfach nur um einen Anatomiekurs. Kartoffelsalat. Und um Kartoffelsalat, ja, einfach dann auch noch quasi ein Rezept dabei. Perfekt.
andere Schmuckstück. Der nächste King von Mallorca, Mickey Krause. Schauen wir mal, was der so produziert hat. Dann kommt seine Olle rein und er sagt, ey, pass mal auf, geh mal Bier holen. Du wirst schon wieder hässlich. Ein, zwei Bier und du bist wieder schön. Ja, was soll man dazu jetzt sagen? Es ist kein Kompliment. Ich meine, du warst, ich studiere Germanistik, also vielleicht ist da in diesen lyrischen Zeilen irgendein tieferer Sinn versteckt, also hinter der Metapher des Hässlichen. Mhm. Was vielleicht, also weil sich ja alle gerade über das Berufsfeld von der Laila eben aufregen. Wir haben da noch eine Perle gefunden, das sogar auf der Wiesn gespielt wird. Also da gibt es keine Zensur. Nee. Dass es die Rose gibt und ja, das singt man jetzt seit Jahrzehnten rauf und runter. Man kann wahrscheinlich sagen, Nutte, ist es ein Kompliment wahrscheinlich? Müsste man jetzt eigentlich fast sagen, nachdem bei Nutte, nachdem es da keine Diskussionen drüber gibt, ist wohl akzeptiert, wenn man das sagen darf. Und wahrscheinlich ganz klar Sperrbezirk. Also Sperrbezirk ist wohl einfach die bessere Wortwahl tatsächlich als Puff oder Puffmutter. Deswegen wird es auch wahrscheinlich akzeptiert. Übrigens, aber wer, also auf jeden Fall bisher gesagt hat, Laila, sexistisch und unerträglich. Wir haben tatsächlich, wir haben es vorhin schon mal gesagt, es gibt was von den Zipfelbuben und einfach mal genau hinhören. Ich würde mal sagen, genau hinhören und dann mal bewerten, wie das ist. Und jeder kann dich haben, man muss dich einfach fragen. Ja, dagegen ist Laila wohl Urlaub in einem 5-Sterne-Luxus-Resort. Ja. Mittlerweile soll es ja auch noch eine Coverversion mit Heino geben. Eindeutig danke für nichts, würde ich eigentlich sagen. Aber jetzt mal ehrlich, wer will das hören? Bitte sag mir, ich bin nicht die Einzige. Also das kommt ja nur davon, wenn man diesem Lied weitaus mehr Aufmerksamkeit schenkt, als es eigentlich je verdient hätte. Genau, da sind wir eigentlich genau bei dem Problem. Ich meine, weil lange hätte man eben sagen können, ja, dieses Lied gibt es halt eben auch und das kann man hören. Muss man aber nicht hören, quasi, wenn man keinen Bock drauf hat. Jetzt aber mittlerweile ist es eben so, man muss es sich quasi fast anhören und auch die ganzen DJs überall, sie müssen es spielen, weil es einfach so einen großen Stellenwert bekommen hat. Es ist natürlich diese ganzen Verbote jetzt auf irgendeiner moralischer Basis, die sind eigentlich lächerlich, wenn man sagen muss, es gibt tatsächlich immer noch die Kunstfreiheit, auch wenn man sagen muss, ja, dieses Lied tatsächlich, Laila, steht da drunter, auch wenn es einfach ein bescheuertes Lied ist, man kann es offen und ehrlich sagen, dass es halt einfach bescheuert ist und da gibt es keinen großen Wert dahinter. Aber auch niemand von der obersten Stelle tatsächlich fordert ein Verbot, bis auf ein paar Leute eben auf Social Media und dadurch melden sich dann Veranstalter von Festen und so fort und die sind dann gezwungen, dass sie dann sagen müssen, nein, wir spielen es nicht, auf gar keinen Fall. Dann gibt es dann diejenigen, die sich dagegen auflehnen und dann kommt es wieder in die Medien rein und es hat wieder mehr Aufmerksamkeit, als es eigentlich verdient hätte tatsächlich. Oder man kann natürlich sagen, ja, okay, man kann jetzt anfangen, diese ganzen Debatten zu führen über die Lieder und was moralisch verwerflich, sexistisch ist und so weiter, kann man gerne machen. Ja, wie du sagst, Lieder. Es geht jetzt eben um das eine Lied und dabei gibt es so eben viele Ballermann-Hits, die eben genau auf solchen Sachen basieren. Weil dann eben konsequenterweise müsste man eben mehr Lieder verbieten, als eben nur das eine. Vor allem ist es still im Bierzelt. Genau. Und dann ist es still. Das ist, und auch auf dem Ballermann natürlich, also da wäre es dann vor allem still, wenn man es haben will. Sagen wir, glaube ich, kein Problem tatsächlich. Aber einfach ein bisschen, ja, Ausgewogenheit und sozusagen gleiches Recht für alle, wenn man schon bei einem irgendwie jetzt draufhaut, weil es eben doch viele mehr Leichen im Keller gibt bei sehr vielen
Liedern. Und wie gesagt, es ist ein bescheuertes Lied. Darüber kann man es verorten. Und man kann auch einfach mal ein Lied ignorieren. Und ich glaube, das hat dieses Lied verdient tatsächlich, dass man es ignoriert und raushaut aus allen Playlists. Aber es ist sicherlich nicht so verwerflich im Gegensatz zu anderen. Oder ansonsten, ja, eben, wenn wir dann die Diskussion führen, dann wenigstens auf alle Lieder gleich angewendet. Ja, oder einfach sinnlose Diskussionen lassen. Genau. Harter Cut. Wir haben wieder eine Gästin. Eine wunderbare Gästin haben wir bei uns. Es geht um Kabarett. Es war die Kabarettistin Jane Manfort. Die hatten wir zum Interview da. Eine aufstrebende junge Kabarettistin. Schon sehr erfolgreich aktuell auch mit einem ersten Soloprogramm unterwegs. Überall. Und ja, wir haben sie vorab mit ihr. Wir haben mit ihr gesprochen vorab. Und dann würde ich einfach mal sagen, wir hören uns an, was sie zu sagen hat. Salzburg After Hour, das Interview. Ja, es freut mich heute sehr, dass es geklappt hat. Unsere Gästin Jane Manfort, freut mich sehr, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Ja, bin extra 5 Stunden hierher gefahren. Jetzt fahre ich dann wieder zurück. Bin um Mitternacht zu Hause. Du fährst heute wieder zurück? Nee, Spaß. Nee, das war das Schöne. Ich bin ja eh in der Gegend und da passt das perfekt. Das sind einfach die liebsten Gäste, wenn sie dann quasi eh schon da sind und einfach dann sagen, ach, sie schauen mal bei uns vorbei. Schauen spontan vorbei. Das freut mich immer. Wer dich noch nicht kennen sollte, ich glaube, man kann es einfach sagen, du bist Kabarettistin, Performerin, vielleicht auch ein bisschen Künstlerin allgemein. Ich glaube, so kann man dich gut zusammenfassen. Ich finde, man kann es vor allem zusammenfassen mit dieser Schulterbewegung, die du gerade zu Künstlern gemacht hast. Ja, es war einfach, mir fiel nichts anderes dazu ein. Jetzt mal Videoaufnahmen an, Norbert. Zum Glück haben wir es auf Video gleichzeitig gesichert, ansonsten wäre es schwierig, das über Audio rüberzubringen, welche Schulterbewegung ich gerade gemacht habe. Eben, man könnte es beschreiben als Es wird gut passen, finde ich. Es würde gut passen. Wir legen einfach dann so richtig sassy. Ja, wir legen einfach dann eine passende Musik drunter. Ja. Schauen wir, ob wir dazu was finden. Okay. Und du bist aber natürlich vorwiegend, Jane, in der Schweiz eigentlich tätig. Du wohnst da auch. Was man aber vielleicht schon vom Namen her irgendwie mitkriegen sollte, bei dir spielt auch ein bisschen noch England eine Rolle, eine kleine. Ich habe mal so gefragt, das Englische in der Schweiz, hilft dir das irgendwie? Oder wo hilft es dir? Oder behindert das irgendwie? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob es hilft, ganz ehrlich gesagt. Wo hilft es? Ich rutsche manchmal ins Englische rein und dann denken alle, jetzt tut sie so und dann merken sie aber, nein, sie ist wirklich halb Englisch. Es war einfach das Hirn, das aus sehr reingerutscht ist. Ich glaube nicht, dass es ein großer Vorteil ist. Glaube ich, weil die Schweiz mag schon Schweizer am besten. Wie hast du das Gefühl in Österreich? Also ich habe mal ein Interview gegeben und der Titel, das, was sie rausgenommen haben aus dem Interview, war dann der Titel und das hieß, die Mischung aus Schweiz und England ist Österreich. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber es ist wie so der Humor, man trifft sich so ein bisschen in der Mitte bei euch. Ja, ich wollte nämlich eh gerade fragen, also apropos Humor, wenn wir gerade vom Humor reden, so der englische Humor passt doch dann eben eher zu Österreich, oder? Genau, aber Österreich hat ja kulturell dann viel mehr mit der Schweiz gemeinsam, so einfach geografisch bedingt als England. Das heißt, irgendwie ist die Mischung dann ja wie ihr. Also ihr seid ich. Oh. Meine Seele widerspiegelt sich am besten in Österreich. Und das sage ich nicht nur, weil ich mehr Gigs in Österreich möchte. Werbung. Hint, hint. Wow. Wie kriegen wir das jetzt vermarktet, dass wir da, also wer natürlich gerne Klicks da lassen möchte aus Österreich bei dir, Jane, kann das gerne machen. Gerne. Wir fordern nicht aktiv auf, aber es wäre nicht schön. Gesponsert. Es wäre schön, wenn man es machen würde, sagen wir es so. Klare Empfehlung von uns. Ich schiebe kurz die 100 Euro rüber. Achtung, wir haben die Kameras auch aufgestellt. Wir machen es danach. Einfach. Okay. Wir machen es danach. Ja, ansonsten überweisen geht auch auf mein deutsches Konto, bitte. Klarer. Du hast, bevor es dich eigentlich auf die Bühne verschlagen hat, hast du ja Animationsfilm studiert oder allgemein Animation. Dann ging es für dich auf die Bühne.
ich frage jetzt gerade, haben deine Eltern nicht irgendwann mal gesagt, mach mal was Gescheites? Sie sind viel zu nett. Sie sind viel zu nett mit uns an. Wir sind drei Geschwister und sie waren bei allen viel zu nett. Darum arbeiten wir jetzt alle in den Künsten. Okay. Scheiße. Also deine zwei Geschwister auch. Aber das haben sie jetzt davon. Ich finde, das hat man davon. Eltern, falls ihr zuhört, seid nicht so nett. Weil ihr habt am Ende nichts davon. Und ob wir was davon haben, das, ich weiß auch nicht. Aber das heißt, dann haben sie euch auf jeden Fall diesen Freiraum gegeben. Also, weil normal, wir haben sehr also, viel Freiraum gekriegt. Sehr, sehr viel. Weil normalerweise, wenn ihr sicher das Kind dazu entscheidet, in den künstlerischen Weg zu gehen, manchmal gibt es ja dann doch so, bitte mach was Gescheites, sorg für dein Leben und so weiter. Das ist, ja, es ist hinderlich eigentlich. Vielleicht, sie waren bei mir schon früh genug vorgewarnt, weil ich habe schon seit irgendwie, sobald, bevor ich sprechen konnte, hatte ich schon einen Stift in der Hand und habe einfach gezeichnet. Und die haben da wahrscheinlich vielleicht gedacht, ja gut, dann bleibt sie ja beim Zeichnen und dann wird sie mal so eine Comic-Autorin und dann vielleicht war der Switch zu Trickfilm, okay, dann macht sie eben Trickfilm und dann switchen nochmals, okay, dann geht sie halt auf die Bühne, mein Gott, bitte entscheide dich. Also haben sie dich eigentlich richtig in die kreativen Ambitionen unterstützt, oder? Ja, das, vielleicht haben sie gedacht, das würde ein bisschen eingleisiger, das hilft natürlich in den Künsten. Mhm. Die Leute checken ja nicht, dass man verschiedene Dinge macht. Nee. Das ist für die Leute komplett unverständlich, so, hä, aber ich dachte, sie macht das. Mhm. Wenn wir jetzt gerade beim Trickfilm was sind, hast du eigentlich eine konkrete Idee, weil wenn du dann machen möchtest, für einen Trickfilm? Für den nächsten? Mhm. Oh ja, ich habe zwei Ideen und ich habe jetzt im Sommer mit befreundeten Trickfilmproduzenten aus meinem Jahrgang gesprochen und die meinten, ja, bring mal vorbei die Idee, aber bis jetzt hatte ich keine Zeit, aber vielleicht habe ich jetzt ein bisschen mehr Zeit. Ja. Was wäre so das Thema? Kann man das grob irgendwie? Ja, ich denke schon, also es ist basierend auf einem Buch. Ich habe die Autorin schon angefragt vor 5 Jahren, ob ich das mal machen darf. Und sie so, ja, klar. Und ich sage jetzt nicht, welches, falls es nicht passiert. Aber es würde so um dieses Gefühl gehen, dass man als Teenager hat, also was ich als Teenager hatte, keine Ahnung, wie es bei euch war, wenn man so gefangen ist in diesem vorselbstständigen Stadium und man hat wie das Gefühl, das ganze Leben drückt so auf den Kopf und von innen hast du einfach dieses lodernde, ah, was soll ich hier? Und die Haut juckt und der Körper und alles ist einfach, man will einfach raus. Mhm. Es geht ein bisschen um dieses Gefühl. Ja, das haben wir extrem für junge Erwachsene. Also vor allem jetzt noch Corona, finde ich, heute ist nur mal. Ui ja. Extrem mehr auf, ja. Die ganzen Freiheiten, die man jetzt wieder hat, ja. Ja, extrem. Also bei mir extrem war es tatsächlich von ein paar Jahren, als ich mit dem Studium fertig wurde. Da war das, da war das wirklich extrem. Ah. Also da war das extrem, wobei es halt einfach, ja genau, da wollte ich eben auch raus. Also weil das war, ich glaube, das kann man verstehen, wenn man einmal auf der Uni war, irgendwann, man möchte raus. Nein, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich konnte es auch verstehen. Also ich bin jetzt 22, also in diese 20er Jahre. So in Anfang, den 20ern. In den 20ern, in diesen 20ern. Auch wieder bitte die Schulterbewegung. Genau, die Schulterbewegung. Ja, so, ja. Also in den 20ern, ich finde, da ist es extrem. Und da, wie du gesagt hast, mit dem Studium, also ja, ich konnte es nachfühlen. Ich habe über dich bei meiner Recherche tatsächlich einen Artikel gelesen und da hieß es, dass du stehst angeblich für einen Humor mit Tiefgang und Leichtigkeit. Bevor ich jetzt dazu was dann frage, bist du jemand, der überhaupt noch Artikel über sich selber liest? Jeden einzelnen. Es gibt auch so mit Google wenige. Alert? Ja, der Google Alert ist bei mir etwa so oft, wie ich meine Eltern anrufe. Also es passt noch. Es gibt Luft nach oben. Ich freue mich tatsächlich über jeden Artikel und jeden Google Alert. Es ist nicht so, also es läuft nicht so krass. Also soll ich jetzt sagen, es läuft krass gut oder soll ich ehrlich sein? Nee, es ist halt wie so ein Level von, okay, ich bin im Business, aber es interessiert noch nicht wirklich viele Leute. Ich habe so meine Niche-Crowd, ich habe so meine Niche-Fans und die anderen finden so, hä, was? Ja. Wie würdest du deinen Humor da so beschreiben? Mit Tiefgang und Leichtigkeit. Nee, also schon, ja, ich weiß auch nicht, mein Humor, also ich nerv mich ab Dingen und daraus entsteht Material. Manchmal ab mir selber, manchmal ab anderen Menschen, manchmal ab Zuständen. Aber es kommt wirklich aus dem Genervtsein. Aus dem Genervtsein kommt mein bestes Material. Mhm. Ja. Zum Beispiel wie von einer, was war das, Biene oder Wespe? Da hast du mal einen Solo-Auftritt hingelegt. Ja, mit Wespen.
Ja. Oh, ich hasse sie. Ja, ja, eben zum Beispiel sowas. Und dann merkt man so, Wespen nerven mich so fest wie alte Männer auf Twitter. Und dann findet man halt wie so Vergleiche. Ja. Eigentlich ist es immer die beste Basis, wenn man selber davon irgendwie eine Abscheu hat, einfach dann einfach mit Emotionen dabei sein. Einfach rausgehen. Ja. Ich habe ja tatsächlich manchmal das Gefühl, ich weiß nicht, wie du das empfindest, aber gerade wenn man so von Kabarett redet, gibt es manchmal so ein Klientel, das fühlt sich allein schon irgendwie deswegen überlegen, weil sie sagen können, sie gehen jetzt ins Kabarett. Hoho. Ja, ja. Da habe ich auch einen Teil dazu in meinem Solo. Hast du an die Leute gerichtet? Echt, das warst du auch genervt davon. Hey, ich weiß, für wen ich spiele, in welchen Orten. Und es gibt Orte, die sind ein bisschen mehr so und Orte, die sind ein bisschen weniger so, aber tendenziell. Aber es ist einfach gut zu wissen, wer sein Publikum ist, weil wenn ich so einen Comedy-Auftritt hinlege, muss ich schon auch das Material anschauen, so passt das jetzt für die? Weil du musst für die Leute spielen und in Comedy sind es eher Leute, die sich für so eher bodenständig halten und so. Und da kannst du halt nicht so. Du musst eine andere Selbstironie verwenden für ein verschiedenes Publikum. Also das heißt, du schaust dann sehr, also das heißt, man kann eigentlich, bist du manchmal, dass du sagst, du schreibst jetzt trotzdem irgendwie eine Nummer, weil es dich gerade zieht, dazu was zu machen? Oder, ja, ja. Oder denkst du dann wirklich immer das Publikum quasi mit? Nein, ich denke es nur beim Performen mit. Also beim Schreiben muss es ja sowieso nur mir und meinem Kopf irgendwie gefallen. Aber wenn man dann an einem Ort ist und man merkt, wie so, okay, die Leute sind da ein bisschen mehr so. Man kann ja denselben Inhalt, davon bin ich überzeugt, andere weniger, andere finden, nee, der Inhalt muss schon verschieden sein. Ich habe das Gefühl, es sollte möglich sein, denselben Inhalt für verschiedene Leute ein bisschen anders zu bringen. Also ein Beispiel war, also ich habe Auftritte von Caroline Kebekus in einem Fest, in einem Bierzelt gesehen und ich habe Auftritte von ihr solo irgendwie vor 8000 Leuten gesehen und ich merke auch, sie passt sich auch ein bisschen an. Man merkt, sie muss das Publikum erreichen und nicht immer folgen dir die Leute, vor allem wenn man noch neu ist, dann muss man halt ein bisschen auf sie zugehen und sie dann ein bisschen abholen. Und was heißt für dich dann gutes Kabarett? Ist eh die Frage, wo unterscheidet sich Comedy und Kabarett? Da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Ich glaube, es ist dann gut, wenn es die Menschen mitnehmen kann. Ja, aber das hat auch viel mit der Tagesform und mit der Performance zu tun. Also gutes Material ist an einem Tag gut und am nächsten kommt es einfach irgendwie nicht rüber. Und ist es möglich, dass man es immer perfekt macht und immer die Leute abholt? Ich weiß es nicht. Das ist auch immer dann meine große Frage, weil quasi den Inhalt, das mag ja dann einmal beim Schreiben witzig gewesen sein, aber da muss man das jeden Abend oder an mehreren Abenden immer wieder rüberbringen, so nach dem Motto, als wäre es jetzt das erste Mal, dass einem das einfällt. Wie schwierig ist das tatsächlich? Weil es ist, ich stelle mir das immer so vor, also einmal quasi einen guten Witz zu erzählen, das geht, den aber dann zu wiederholen und beim jeden Mal dann zu sagen, das erste Mal, dass mir der jetzt einfällt, das ist doch dann auf die Dauer schwierig. Aber anders formuliert, wie gerne erzählst du deinen Lieblingswitz immer an neuen Orten? Also genau, wenn dir damit, vielleicht, also du meinst wahrscheinlich halt dieses, was im Kabarett ja ein bisschen mehr so ist, dass man wirklich so tut, als ob es gerade jetzt passiert. Genau, ja. Wobei nein, im Comedy auch gibt es ja Leute, die sagen, ah ja, was mir kürzlich passiert ist und das war vor 5 Jahren und sie erzählen das seit 5 Jahren, ist sowieso eine große Lüge. Und man muss es gerne machen und es hilft sicher, wenn man nicht ein zu fragiles Ego hat, weil dann genießt man wirklich, das ist mein Ding und das mache ich jetzt und das ist mein Job und ich verdiene es hier vor diesen 500 Leuten, diese Gedanken zu äußern. Aber das ist natürlich, das Ego ist fragil und es gibt so solche Abende. Ich habe Glück, dass ich mein Stück so geschrieben habe, dass es sowieso schon in einem sehr zweifelhaften Zustand anfängt. Das heißt, wenn es mir an dem Tag wirklich nicht so gut geht, dann bleibe ich einfach in diesem Mood und gehe durch. Und ich muss ihnen nie vorspielen, dass es mir gut geht. Und da bin ich im Nachhinein sehr dankbar. Obwohl es unbewusst passiert ist, bin ich froh, dass ich eigentlich den ganzen Abend schlecht drauf sein kann und besonders gut spiele dann, weil es echt ist. Warst du da schon immer so selbstbewusst? Na. Nein. In der Schule war, ich weiß nicht, wie die Schule bei euch heißt, wo man so zwischen 14 und 18 ist. Da gibt es eben verschiedene. Ja, Schule war ich nie, keine Ahnung. Eben, also zum Beispiel bei uns gibt es dann berufsbildende höhere Schule.
Dann Gymnasium weiter. Genau, also weil bei mir fällt jetzt, also als Deutscher fällt mir natürlich gleich ein Gymnasium. Genau, also Gymnasium könntest du gehen. Ja, allgemein ich war an einem Gymnasium. Ich wusste nicht, ob es das Wort bei euch auch gibt. Das ist ja immer so unterschiedlich. Gymnasium gibt es ja. Ja, Gymnasium. Das ist. Das ist, wo man auch Latein wählen kann, nicht wahr? Ja. Das der humanistische Zweig. Sind wir gute Menschen. Ja, genau, dort war ich. Und jetzt zum Beispiel so mit 14, also mein größter Albtraum war es, dann musst du im Französischunterricht so abschnittenweise lesen. Und ich wurde schon hochrot und habe Schwitzanfälle gekriegt, als es noch 3 Leute von mir entfernt war. Und an denen, wo man dann noch aufstehen musste, ich bin gestorben. 1000 Tode. Ja. Und jetzt dann auf der Bühne, wie hat sich das, kannst du das irgendwie noch festmachen, wo sich es dann bei dir... Ich spüre es ja immer noch. Also ja, ich spüre es immer noch. Und es gibt, wenn ich mich nicht so stabil fühle, dann merke ich sofort wieder, wie das hochkommt. Aber ja, irgendwie, ich frage mich, wie das bei anderen so weggeht oder ob es jemals komplett weggeht. Also diese Panik, die man plötzlich kriegt und wie so, was mache ich hier eigentlich? So sehr nah am Imposter-Syndrom dran. So. Ja, noch Stichwort Lampenfieber vielleicht auch, oder? Ja, voll. Also das Gute bei mir ist, ich habe unterdessen spüre ich das Lampenfieber erst so 2 Sekunden, bevor ich auf die Bühne gehe. Ich kann mich komplett in Ruhe vorbereiten und dann 2 Sekunden vorher kommt so, und dann muss ich halt einfach raus und dann ist es auch zu spät. Und das ist irgendwie noch praktisch. Ja. Mhm. Ich weiß allerdings auch erst dann, wie nervös ich an dem Abend bin. Und das kann dann überraschend sein, dass man auf der Bühne plötzlich so, sehr nervös heute, gut, okay, let's see. Wenn wir schon dann gerade sprechen, weil du tourst ja eigentlich aktuell mit deinem ersten Solo-Programm ja durch die Landen mit Reptil. Reptil? Wurde auch, ich habe es auf Instagram gesehen, du wurdest nominiert für einen Preis. Ja, für einen Swiss Comedy Award. Ja. Für mein erstes Solo. Ich wusste nicht, dass so viele Leute es schon gesehen haben. Scheinbar haben es klassische Frage, hast du damit gerechnet? Also, ich muss es so formulieren. Man kann sich natürlich in einer ersten Vorrunde selber nominieren, okay? Und ich gebe es komplett zu, man durfte 10 Dinge nominieren, 1 davon war meins, weil ich habe damit gerechnet, niemand tut das. Und dann, als ich dann gesehen habe, dass es wirklich scheinbar von viel mehr Leuten, oh fuck, das hätte ich eigentlich gar nicht sagen sollen, das ist jetzt ein extrem schlechtes Beispiel, aber wer nominiert sich schon nicht selber? Vor allem als Frau. Entschuldigung, aber es ist wie so, man ist sich einfach so daran gewöhnt, so, ich muss mich jetzt pitchen, ich muss jetzt das machen, weil sonst macht es ja niemand. Und als ich das dann gesehen habe, dachte ich, cool, jetzt schäme ich mich dafür, cool, okay, nice. Ich go for it. Ja, ich will mich auch selber nominieren. Ich habe ja nicht für mich gestimmt. Ich habe mich nur in die Runde geworfen. Das habe ich getan. Finde ich extrem legitim. Ja, das... komplett. Wir versuchen es auch schon die ganze Zeit über, aber es gibt noch keinen, der sich dafür interessiert. Noch in der Schweiz hat es weniger, was läuft. Da habt ihr höhere Chancen. Das ist die Schweiz. Ja. Ja gut, also die steuerlichen Vorteile... Schweizer Afterhour. ...liegen auf der Hand. Kann man noch bei SAH bleiben? Wir haben auch weiterhin SAH. Jetzt weniger Arbeit fürs neue Logo, also perfekt eigentlich. Voll. Das ist so, wissen wir, wie die Leute in die Schweiz kommen. Einfach, das ist so, einfach mal drüber gesprochen, die Vorteile liegen auf der Hand. Mhm. Wunderbar. ich wollte dir was anderes fragen, weil du bist ja da zum ersten Mal quasi alleine auf der Bühne. Hast du da vielleicht im Vorfeld nicht mal irgendwie dann doch dran gedacht, naja, vielleicht gibt es doch irgendjemanden, der Lust hätte dann mit mir, oder war das ganz klar, du möchtest dein Solo machen? Ich habe schon überlegt, bei meinem Solo, wer könnte mich spielen, aber dann war es nicht. Nein, das war wirklich so ein Ding irgendwie. Wir hatten gerade unser Duo-Stück geschrieben und dann kam Corona und wir wussten, okay, wir haben jetzt ganz lange Zeit, wo wir nichts Neues machen können oder werden. Und da ich seit 5 Jahren schon eigentlich so Nummern gemacht hatte, war dann plötzlich der Gedanke, ja, warum eigentlich nicht? Ich habe mal alles Material, was ich hatte, so in ein Dokument getan und gemerkt, also das Wenigste war gut, aber insgesamt habe ich so 3 Stunden Material. Da kann ich doch eigentlich 1,5 Stunden draus chiseln. Und es war wirklich so es war dann komisch selbstverständlich plötzlich, war es wie so, ja, das sollte ich jetzt tun, das ist eine gute Zeit. Ich habe Zeit, ich habe das Material, warum nicht? Und wo holst du dir denn immer die Inspiration dafür? Also zum Beispiel durch viel Fernsehen oder viel rausgehen. Also wo kommt dann eher die Inspiration her? Eben Dinge, die mich nerven, bemerke ich am besten im Gespräch mit anderen Menschen. Also wenn mich etwas wirklich echauffiert, also wenn es mich genug fest nervt, dass ich anderen davon erzähle, ist es ein gutes Zeichen für das
für das Stück, das kleine Stück Information, was ich da am Verarbeiten bin. Und sonst, oh, weltpolitisches Geschehen. Es läuft wirklich genug schief. Viel zu aufregen. Es mangelt nicht an Inspiration für Dinge, die nerven. Mhm. Ja. Nee, das können wir auch, glaube ich, sehr gut bestätigen. Ja. Ich habe neulich in der Dusche ein Spinnennest gefunden in meinem Duschvorhang. Einfach so als Beispiel. Im Duschvorhang? Ich werde keine Nummer darüber machen, weil es hat mich zutiefst traumatisiert. Da waren 200 Babyspinnen in meinem Duschvorhang und per Zufall habe ich es gefunden, aber oh mein Haar. Ja, eben. Hast du es adoptiert? Ich habe es weggeschmissen. Ich will doch nicht 200 Babyspinnen bei mir in der Dusche. Liebst du sie? Du tust so, als ob du sie liebst. Liebst du sie? Babyspinnen? Ich habe nicht so viel Erfahrung mit Babyspinnen. Ja, die kriechen dir in alle Nasenlöcher rein. Das ist nicht gut. Ich frage mich nur gerade, wie konnte das, also wie oft duschst du, dass ich da so ein Nest bilden konnte? Man muss dazu sagen, ich lebe an der Nähe von einem Fluss und wir haben Flussspinnen. Und sowieso, sobald es warm wird, ist es wie so, yay, ah, oh, fuck, die Spinnen. Und dann kommen die Spinnen und die sind so groß. Und die Nester legen sie scheinbar wirklich so über Nacht. Die deponieren die und es war ganz unten. Vielleicht habe ich es schon eine Woche lang nicht bemerkt, weil es ist so ganz klein und unten im Duschvorhang. Um es mit Jonas zu sagen, frech. Frech. Frech von den Spinnen. Ja, muss ich sagen, ja. Du spielst ja, also wenn man, ich habe mal gehört, zum Runterkommen auch gerade, wenn es um Auftritte geht, da spielst du gerne Schlagzeug. Ja. Soll aber. Was du dich dann auch gehört hast, soll aber dann keiner mitkriegen, dass du Schlagzeug spielst. Also du sperrst dich da eher ein bisschen ein. Bist du da schüchtern? Oder in der Schweiz, wenn dich jemand Schlagzeug spielen hört, wirst du direkt verhaftet. Also es ist auch eine Notwendigkeit. Selbstschutz. Selbstschutz. Ich habe nicht das Geld für die Buße. Hashtag BookMyShow. Aber wirklich, ich habe einen super schönen Proberaum, der ist so in einem Luftschutzkeller, sehr zentral, aber so in einem Luftschutzkeller und da kann ich irgendwie schreien und mein Zeug proben und Schlagzeug spielen, das ist toll. Beim Schlagzeugspielen bin ich gar nicht schüchtern, da gehe ich auch auf die Bühne und spiele mit Leuten und das ist wie so kein Problem. Ja. Und die ganzen Flussspinnen wegtrommeln. Diese Flussspinnen. Wie kam es da eigentlich dazu, dass du das Schlagzeug für dich entdeckt hast? Meine Schwester hat es für mich entdeckt. Wir waren so etwa 12, 13 und dann hat sie von ihrem Patenonkel, Götti, hat sie ein altes, ausrangiertes Schlagzeug gekriegt und kam das in unseren Keller, wo es übrigens auch ganz viele Spinnen gab. Oh, story of my life. Und dann hat sie zu Trommeln beginnen und ich habe gedacht, hey, das ist voll cool, dann habe ich auch. Und dann hat sie eine Lehrerin gekriegt und dann dachte ich, ich will auch Unterricht nehmen. Und dann, also sie hat mich so inspiriert und dann habe ich einen besseren Lehrer gekriegt und habe ich sie zu meinem Lehrer geholt. Und jetzt ist sie gerade in der Schweiz und macht ein eineinhalbstündiges, wie so in einem Zirkuszelt, so ein Trance-Konzert und spielt da so eineinhalb Stunden durch. Sie hat sich professionalisiert. Bei mir blieb es eine Passion. Ich wollte Hobby sagen, aber man darf es nicht abwerten, es ist eine Passion. Mal angenommen, tatsächlich, es käme morgen jemand vorbei und es gibt die Möglichkeit, du könntest ab jetzt Trickfilme machen, die ganze Zeit über, oder du bleibst auf der Bühne. Wie würdest du dich entscheiden? Und ich muss eins von beiden, oder? Eins von beiden. Das ist eine böse Frage, finde ich. Okay, ich muss zugeben, also im Moment würde ich sagen Bühne, weil es gerade sehr, sehr viele verschiedene Dinge gibt, die ich dort drauf mache. Ja, und ich tatsächlich schon seit 5 Jahren keinen neuen Film gemacht habe. Ich müsste meine Eltern würden mich umbringen, wenn ich jetzt nochmals wechsle. Du bleibst immer auf der fucking Bühne. Darf man eigentlich fluchen bei euch im Podcast? Ja. Okay. Gerne. Das habe ich auch noch gar nicht gewusst. Hast du das nicht gewusst? Jetzt müssen wir nicht mal zusammenreißen. Bitte. Tob dich aus. Nein, jetzt traue ich mich nicht mehr. Jetzt bin ich schüchtern. Denk an Flussspinnen. Aber ich habe nichts gegen Flussspinnen. Ich meine, ich kann mir gerade keine vorstellen, aber wurscht. Jane, was ich dir auf jeden Fall nur fragen wollte, und zwar, leider sind Frauen ja nur immer eigentlich eine Seltenheit im Kabarett. Und ich will, also wir wollen da generell gern wissen, was rätst du da jungen Frauen, die sich eben
für diese Branche einfach auch interessieren würden. Ich sage einfach, bitte, bitte macht es, bitte. Wir brauchen so dringend Nachwuchs. Und wenn irgendjemand, ich habe so ein Open Mic in der Schweiz in Luzern und wir planen jetzt gerade eins speziell für Frauen und Finterpersonen, einfach weil es ist noch kein cooler Safe Space für junge Frauen, die Bock haben. Es ist einfach, man spürt ganz, ganz fest, dass man nicht zum Trinken eingeladen werden wird mit den anderen Jungs nach der Show. Dass man sich da wieder aufdrängen muss. Und je mehr wir sind, umso mehr können wir dann auch einfach selber saufen gehen und müssen uns nicht den anderen anhängen. Also ich rate allen, bitte, also tut's nicht für euch, tut's für den Feminismus. Das hilft mir auch immer, wenn ich gerade mal einen schlechten Tag habe, denke ich, ich mache es jetzt trotzdem für alle anderen und helfe wenigstens so insgesamt der Landschaft, weil es ist schon, es wird besser, aber es ist immer noch scheiße. Ja. Ja. Also es gibt immer noch die Quotenfrau, es ist so selten, dass man eine Show mit zwei Frauen hat. Ja. High five, Tanja, zwei Frauen. Ja, stimmt eigentlich. Wir sind in der Überzahl. Yes, Norbert, you're fired. Nein, okay. Wobei, da muss ich ehrlich sagen, ich habe eigentlich von Anfang an immer bei uns drauf geschaut, dass es mehr Frauen als Männer bei uns im Team gibt und dass ihr euch da weil sehr... Du bist genug. Sehr entfalten dürft. Genau. Echte Männer können Feministinnen sein. Dass es auch seriöser wird, weil ich habe gewusst, bei mir, da ist nichts, da ist nichts zu holen. Also jetzt unter verkauft. Von Niveau und Seriosität, da ist nicht sehr viel drin. ich möchte jetzt nicht sagen, dass sich da was gebessert hat, aber ja. Aber siehst du, vor 10 Jahren hätte es das noch viel weniger gegeben. Also es tut sich schon was. Es stimmt auf jeden Fall. Es tut sich echt was. Es kommt einfach viel mehr. Also ich finde, es wird dann selbst viel präsenter, weil es einfach überall auch so thematisiert wird. Also viele Leute nervt es eben auch schon, weil es so thematisiert wird. Aber ich persönlich finde das eben so wichtig, dass es gerade so extrem thematisiert wird, weil es einfach wirklich, also wenn man es jetzt, eigentlich brauche ich es gar nicht übertrieben in Anführungszeichen sagen, weil es einfach hunderte Jahre lang eben nicht so war und deshalb kommt das jetzt meiner Meinung nach mit voller Wucht, das Fokus darauf und ja. Und es hört dann natürlich auch ganz schnell auf zu nerven, wenn wir 50-50 kriegen, weil dann müssen wir auch nicht mehr nerven. Also es ist wie so ein selbstlösendes Problem. Mhm. Ja. Und man muss halt auch mal einsehen können, ich glaube, Frauen, die können auch sehr gutes intellektuelles Kabarett schaffen. Also sieht man an dir, sieht man an leider Frauen, auch Frauen an den... Frauen können auch tatsächlich gut denken, ich muss zugeben. Es ist immer dieser Satz, so Frauen können auch. Ja, also es gibt einfach viele Menschen, die bestimmte Sachen gut können und das wäre einfach mal schön, wenn da wirklich Gleichberechtigung herrschen würde. Ja. Das wäre cool. Ja. Und ich habe gerade auf der Hinfahrt, ich höre sehr gerne den Podcast The Guilty Feminist. Sehr ein lustiger Podcast aus England von Deborah Frances White. Und bei einem ging es um Neid. Und dann haben sie auch so diskutiert, wie das halt dann ist, wenn es nur einen Slot für Frauen gibt in der Show, hast du natürlich unter deinen Kolleginnen mehr Neid, weil es gibt weniger Plätze, weniger Aufmerksamkeit für Frauen. Und da meinte sie auch, das Einzige, was man dagegen tun kann, ist Strukturen bauen, wo es mehr Platz hat, damit du eben so deine Schwestern supporten kannst, weil du genau weißt, es gibt genug Platz für alle. Eben Support anstelle von komplette Rivalität dann eben innerhalb. Weil das ist eben ein weiteres Phänomen. Es war bei dieser Girlboss-Debatte, war das ja das eben, weil so viel Rivalität einfach zwischen den Frauen dann immer geherrscht hat in das dieser ganzen Bewegung. Ja. Sehr praktisch das Patriarchat. Und eben. Dann können sie sagen so, ja, wir haben jetzt leider nur einen Platz und das verhindert auch, dass Frauen sich verbinden. Mhm. Ja. Also auf jeden Fall, es ist immer noch scheiße, aber es wird besser. Es wird positiv scheiße. Oh, positiv scheiße, so was wie so ein guter Morgenschiss, immer so positive Scheiße. Ja. Jetzt, geil. Jetzt kommen die Fluche raus. Die Fluche. Germanistikstudentin lässt grüßen. Du Germanistikstudentin. Not anymore. Boom. You're fired. Oh mein Gott. Ich werde jetzt aus der Uni verwiesen, weil ich gerade Fluche gesagt habe. Zum Glück bist du ja eh schon fertig. Ja, stimmt. Also, du hast ja eh dein Bachelor. Also insofern, sie können ihn dir nur nachhinein aberkennen. Richtig aber gute Werbung für mein Studium gemacht mit Fluche. Mhm. Also unbedingt an der Paris-Lotron-Universität in Salzburg Germanistik studieren, dann kommt sowas dabei raus. Ja. ansonsten, ich glaube, was ich auf jeden Fall noch gesehen habe, du trinkst auch keine Espresso Martini. Ja. Ja, ich kann dir leider jetzt aktuell unten im Beisel keinen anbieten. Ich weiß aber, wo es in Salzburg einen sehr guten Espresso Martini gibt. Ach, sag. Ich darf sowieso keinen trinken, weil ich fahre ja noch weiter an so ein Open Air. Das heißt,
Also, aber sag mir den Namen, weil ich merke es mir, weil wir kommen im September ins kleine Theater mit meinem Duo. Hint, hint. Sage ich dir nachher, weil ansonsten mal nicht, dass wir hier wirklich dann zu viel Werbung machen. Ich glaube, weil ansonsten schmeißen uns irgendwann die Radiofabrik dann trotzdem raus. Was ich auf jeden Fall sage, Karten für Reptil und dich auf jeden Fall unterstützen, auf jeden Fall sollte man machen. Muss man fast machen. Muss man machen. Es gibt keine andere Wahl. Ist ein Muss. Ja, was ist mit euch los? Was seid ihr? Flussspinnen oder so? Also, wahrscheinlich. Die verstecken sich auch in deinen Duschvorhängen. Die verstecken sich auch noch. Okay, lieber Spinnen als Fans. Also irgendwann wahrscheinlich wirst du dich vor beiden nicht mehr retten können. Auch zu Hause. Das macht Angst. Okay. Ich sage auf jeden Fall noch danke, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Vielen Dank. Es hat uns sehr viel Spaß gemacht. Gleichfalls. Und wenn du auch mal wieder in Salzburg bist, ich glaube, dann sind wir auf jeden Fall schon bei dir gebucht und sitzen dabei und hören dir zu. Cool. Danke und wir sagen auf jeden Fall bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Salzburg After Hour, der Podcast. So, jetzt wird es dann spannend, wer noch tatsächlich dran geblieben ist. Weil es kommt noch eine offizielle Verabschiedung tatsächlich. Also nach dem ganzen Musik, nach Gerichtsurteilen und auch jetzt nach Jane Mumford ist jetzt wirklich Schluss. Wir verabschieden uns von der heutigen Ausgabe. Ich sage einmal danke an Tanja Kreidenhuber, dass du heute bei mir warst. Ja, ich sage auch ganz, ganz lieben Dank an Norbert natürlich und noch einmal danke an Jane. Also wirklich super, super, super sympathische Frau, ist eigentlich noch untertrieben. Ja. Riesen, riesengroßes Dankeschön. Und auch nochmal vielen Dank an Jonas im Hintergrund für Technik und vor allem an unsere Skriptarbeit. Wir hören uns dann wieder im nächsten Monat. Semanur Gürtschü wird dann an meiner Seite dann sitzen und wir sorgen einfach wieder dafür, dass wir auch einige Inhalte zusammenkriegen und dass wir wieder ein bisschen Satire und ein bisschen was zum Lachen dabei haben. Insofern, bis zum nächsten Mal und gute Zeit. Gute Zeit.